Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Smart Health Europe, dein Kanal, wenn es um die Themen geht: Job, Geld, Leben, Business. Wie schaut es eigentlich auf dem Immobilienmarkt Stand Oktober 2022 aus? Diese Frage stellen sich sehr viele von euch. Und ich, Alex Batti von Smart Health Europe, habe für euch die passenden Antworten. Denn wir haben wieder recherchiert, wir haben mit Immobilienmaklern gesprochen und werden euch sozusagen ein kurzes Update über den Immobilienmarkt in Deutschland geben. Doch bevor ich wieder in das Video einsteige, möchte ich euch ganz herzlich bitten, den Kanal zu abonnieren, die Videos zu teilen und zu liken. Euch kostet das keinen Cent und uns hilft es sehr. Und gerne kannst du natürlich auch Mitglied unserer Telegram-Gruppe werden. Das kostet dich auch nichts und wir feuern dort sehr bald wieder sehr, sehr spannende Informationen rein, die du anderswo nicht bekommst. Versprochen. Und nach einem kurzen Intro legen wir sofort wieder für euch los. Sieht die Lage auf dem Immobilienmarkt 2022 aus? Das werden sich viele von euch fragen und ich möchte euch Antworten geben, denn ich habe auch mit einer Immobilienmaklerin gesprochen von einem sehr großen Immobilienmaklerunternehmen, was nicht nur in Deutschland tätig ist, sondern auch weltweit tätig ist. Viele können sich jetzt schon denken, welches Unternehmen es sich vielleicht handelt. Und ich habe natürlich auch meine Recherchen gemacht im Internet, was auf Immobilienbesitzer jetzt zukommt. Immobilien waren ja immer leicht. Sie waren deswegen so beliebt, weil man braucht keine großen Vorkenntnisse dafür, sondern man braucht einfach nur einen guten Kontakt zu einem netten Bankberater, der einem in der Vergangenheit immer günstige Hypothekenzinsen besorgt hat. Doch wie ihr alle wisst, sind natürlich diese Zeiten jetzt vorbei, dass man mit 0,7% Verzinsung auf 15 Jahre, dass man solche Deals macht, die sind natürlich vorbei. Die Hypothekenzinsen liegen jetzt natürlich schon bei 3,5 bis 4%. Auch das sollte jetzt beim letzten angekommen sein. Doch die Frage wirft sich jetzt ja auf, ist das noch ein boomender Markt oder ist es ein abschwächender Markt? Und ja, wie Jakob Mehren in der Wirtschaftswoche ja schon angedeutet hat, die Lage auf dem Immobilienmarkt ist katastrophal. Warum? Weil jetzt auch Investoren nicht mehr auf Shoppingtour sind. Also dieses Kaufverhalten, wo letztes Jahr titelte ja noch die Wirtschaftswoche, jetzt werden noch Schrottimmobilien verkauft, was ja auch so war. Also letztes Jahr war, wie gesagt, der beste Zeitpunkt, eine Immobilie zu verkaufen. Man hat es wirklich verkaufen können wie geschnitten Brot. Auch das hat die Maklerin mir bestätigt. Und sie war natürlich sehr erfolgsverwöhnt vom letzten Jahr. Und dieser Erfolg, der bricht jetzt ein. Also wer jetzt eine Immobilie verkaufen möchte, der sollte jetzt wirklich die Beine in die Hand nehmen, denn die Zeit wird wirklich knapp. Weil es verkaufen sich nur noch gute Immobilien in besonderen Lagen oder in bestimmten Städten wie Düsseldorf, München und so weiter. Und der andere Markt, der bricht jetzt schon ein. Und ich habe auch schon zum Beispiel gehört von einer Maklerin, dass jetzt Maisonettwohnungen sich nicht mehr so gut verkaufen. Auch in einer Großstadt, also wir reden hier nur von Großstädten in Deutschland und nicht mehr also von kleinen Umrandungsgebieten von Städten oder von diesen sozusagen Grooming Bottoms, sondern wir reden jetzt hier, wie gesagt, von Großstädten. Also die Immobilieninvestoren sind zurückhaltend, sie haben teuer eingekauft, denn das muss man ja auch noch kurz erwähnen, denn wenn du jetzt eine Immobilie, sage ich mal, für 1 Million erworben hast und du würdest sie jetzt wieder verkaufen wollen, dann bekommst du ja die Million gar nicht mehr dafür. Das heißt, du hast also jetzt schon mit dem Kauf vom letzten Jahr, wenn du dir das jetzt verkaufen würdest, hättest du schon gar keinen Profit mehr gemacht, sondern du hättest einen riesen Verlust oder du würdest schon einen nicht unerheblichen Verlust, ich will es mal noch ein bisschen schöner formulieren, würdest du dann einfahren. Also deswegen, es ist ein signifikanter Drop schon da. Und warum das so ist, da kann man sich auch ganz einfach mal Deutschlands größten Vermieter angucken. Das ist die Vonovia-Gruppe. Und da haben wir euch für euch natürlich auch einen Aktienchart vorbereitet. Und der kann euch schön zeigen, wie diese Aktie von Vonovia richtig schön in den Keller rauscht. Also man sieht hier richtig schön den Dropdown. Und ich wage es zu bezweifeln, dass sich diese Aktie nochmal, so schnell erholen wird, sondern dass sie eher darum dümpeln wird. Warum auch Investoren jetzt nicht mehr so aktiv sind, das habe ich auch in vergangenen Videos schon angeteasert und ich sage es hier nochmal kurz und knapp formuliert. Und zwar, dass man ja auch jetzt nicht mehr weiß, wie man Immobilien zu sanieren hat. Viele Immobilien, die man gekauft hat, gerade diese Schrottimmobilien, haben ja einen sogenannten Sanierungsstau. Da ist nichts mehr dran gemacht worden. Wenn man jetzt so eine Immobilie nimmt aus den 70er Jahren,
Die Fenster sind vielleicht noch gut, aber da müsste jetzt so langsam was passieren in den nächsten Jahren. Man kann da vielleicht noch 2, 3 Jahre drin wohnen, aber danach sollte man doch schon mal vielleicht sich um neue Fenster bemühen etc. pp. Oder ein Dach sanieren. Und all das steht jetzt ja an. Auf der anderen Seite haben wir natürlich stark gestiegene Materialkosten. Baumholz, also Baumholz etc. pp. Dachpfannen, die werden ja auch über Öl hergestellt. Also alles, was ja energielastig ist und so weiter, das ist natürlich alles drastisch gestiegen. Und wer baut dann noch oder wer repariert dann noch oder saniert dann noch sein Haus? Also auch da. Aber da gibt es noch einen anderen Fallstrick, den habe ich euch auch schon erwähnt. Und zwar ist es nämlich, wie grün sollen denn die Häuser werden? Die Frage stellen sich die wenigsten. Denn man muss ja, wenn man eine Immobilie verkaufen will, muss man in Deutschland ja einen Energieausweis beifügen. Und wenn man das nicht macht, ja, dann hat man ein Problem. Und diesen Energieausweis, den gucken sich auch die wenigsten Leute an. Und wenn man dann so G hat oder so, also einen sehr, sehr schlechten Wert, dann muss man ganz einfach sagen, dann muss man ja, weiß man ja gar nicht, wie stark diese Immobilie in den nächsten Jahren saniert werden muss, um, ich sag mal, ein grünes Häuschen zu werden. Weil das sind ja auch die Politikträumereien, die gerade in Deutschland gehegt und gepflegt werden. Man möchte ja alles grün machen, es soll alles CO2-neutral sein, klimafreundlich. Nur wer das alles bezahlt, wer diesen ganzen Spaß bezahlt, oder wer dazu sagen, sozusagen noch Subventionen dazu gibt, das steht ja in den Sternen. Ohne Glaskugel haben wir alle nicht, aber das sind so Sachen, die muss man oder sollte man, wenn man das gescheit macht, im Hinterkopf behalten. Ja? Also wie viel Sanierungskosten kommen bei einem Kauf einer Immobilie noch auf mich zu? Und dazu kommt jetzt ja noch das Heizproblem. Gefüllte Gasspeicher sagen nichts aus, wie sicher die Gasbestände auch sind, gerade für Deutschland, weil man verkauft es ja an Dritte weiter und so weiter. Das ist jetzt auch durch die Presse gegangen. Ich möchte es nur am Rande erwähnen, aber wenn es auch nochmal gestiegene Gaspreise gibt, die Lebenshaltungskosten steigen ja auch signifikant und private Vermieter können ja immer weniger auch Rücklagen bilden. Diese Rücklagen sind ja wichtig für Renovierungen, für Energiekosten und so weiter und so fort. Und auch da werden viele Leute, das habe ich auch in dem vergangenen Video schon gesagt, werden da in Straucheln kommen, werden wahrscheinlich ihre Verbindlichkeit nicht mehr bedienen können oder bleiben vielleicht auf ihren Kosten sitzen, wenn der Mieter diese Energienebenkosten nicht mehr bezahlen kann. Also, das heißt also, die privaten Polster werden auch immer dünner und ja, es wird eng werden für die Vermieter. Und deswegen ist es immer so, bei diesen Leuten, die sich jetzt mit einer Immobilie verpflichtet haben, steht ja auch im Grundgesetz drin, Eigentum verpflichtet, die haben natürlich jetzt erstmal, ja, auch nochmal Luft mit ihren 0,7% Zinsen, ja, für die nächsten 10 oder 15 Jahre. Doch wie sieht die Nachfinanzierung aus? Ich glaube, wir sind uns alle darüber einig, dass es nie wieder so schnell so günstig werden wird mit 0,7% Zins. Also werden wir uns vielleicht bei einem Zins von, sage ich mal, 5% bewegen in der nahen Zukunft. Und die ganzen Finanzierungen sind, und da bleibe ich dabei, das habe ich immer gesagt, sind spitz auf Kante genäht. Und wenn man sich da verkalkuliert hat, man hat Mietnomaden, was auch immer, dann bricht es einem halt das Genick. Ja. Wie seht ihr das? Seht ihr immer noch Immobilien als die super Investition an? Glaubt ihr, dass es keine Blase geben wird? Und glaubt ihr, dass ihr weiter noch super tolle Renditen einfahren könnt? Dann lasst es mich wissen in den Kommentaren. Ich freue mich, von euch zu lesen. Ich bin wie immer raus, sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns schon sehr bald wieder in einem weiteren spannenden Video. Ich bin wie immer raus. Ciao, euer Alex.